1997 trennt sich Olivera von ihrem Mann. Die Profisportlerin und alleinerziehende Mutter baut zwei Jahre später ihr Geschäft mit dem Verkauf gestohlener Ware auf. Ihr Sohn ist zu dem Zeitpunkt gerade mal 3 Jahre alt und sieht seine Mutter nur selten. Jeder Mensch hat einen Schwachpunkt. Ich dachte lange, ich sei unbesiegbar. Auch als junge Frau irgendwie. Ich wirkte so, als hätte ich keine Schwäche. Dann habe ich Nikola bekommen. Und auf einmal ist er meine Schwäche. Achilles hatte seine Sehne und ich habe Nikola. Aber diese Schwäche hat mir Kraft gegeben. Ein Kind, das von seiner Mutter als Schwachpunkt bezeichnet wird. Ein Kind, das seiner Mutter Kraft geben muss. Kann ein solches Kind unbeschwert aufwachsen? Ich bin Nikola Ćirković, 25 Jahre alt aus Belgrad und ich bin der Sohn von Olivera Ćirković. Seine Mutter verrät ihm früh, was sie tut. Hat ihm das keine Angst eingeflößt? Als Kind habe ich natürlich alles geglaubt, was sie mir gesagt hat. In dem Sinne, dass ihr nie etwas Schlimmes passieren kann. Das ging ja auch jahrelang gut, bis es eben schief ging. Olivera sieht in ihrem kleinen Sohn einen Verbündeten. Er wird seiner Rolle gerecht. Was bleibt ihm anderes übrig? Ehrlich gesagt habe ich nie versucht, sie davon abzubringen. Ich war eben von klein auf daran gewöhnt, dass es eben ihr Beruf war, dem sie nachging. Und ich mich da nicht einzumischen hatte. Haben deine Eltern diesen Wechsel noch mitbekommen? Also von der erfolgreichen Sportlerin, auf die das ganze Land stolz ist, hin zur gesuchten Verbrecherin, die verurteilt wird zu 32 Jahren Gefängnis? Zum Glück haben meine Eltern das nicht mehr erlebt. Sie sind relativ früh gestorben. Das mussten sie nicht mit ansehen und hätten sie auch nicht überstanden. Sie hätten bestimmt alles versucht, um mich davon abzubringen, so ein Leben zu führen. Mein Respekt und meine Liebe zu meinen Eltern war so groß, dass ich nicht fähig gewesen wäre, sie zu verletzen. Als sie tot waren, habe ich mich dann irgendwie frei gefühlt. Es gab keine Autorität mehr, die mich von meinem Weg abbringen konnte. Aber ich bereue sehr, dass mein Sohn das alles mitbekommen hat. Andere Menschen um mich herum waren mir egal. Wie aufrichtig ist Ihre Reue? Ich werde später versuchen, noch mehr über das Verhältnis zwischen Mutter und Sohn herauszufinden. 2006 wird Olivera Ćirković jäh gestoppt. Sie hat gerade einen Überfall verübt. Die Beute ist schon im Versteck, ihre Papiere und die ihres Komplizen sind sauber. Alles läuft nach Plan. Sie wiegt sich in Sicherheit. Auch dann noch, als sie in eine Polizeikontrolle gerät. Wir waren relativ ruhig. Ich bin das Auto gefahren und sie haben uns zu einer Routinekontrolle angehalten. Im letzten Moment hat einer der Polizisten seine Hand hinter den Rücksitz gesteckt, um nachzusehen, ob dort etwas ist. Und da haben sie dann eine Brechstange gefunden. Olivera Ćirković wird sofort festgenommen und verurteilt. Zum ersten Mal. Das Urteil lautet 6 Jahre Haft. Nicht nur ihr Leben ändert sich schlagartig, sondern auch das ihres damals 10-jährigen Sohnes Nikola. Ich möchte mit dem heute 25-Jährigen darüber reden. Unser Treffpunkt ist ein besonderer Ort. Auf diesem Sportplatz lernte nicht nur seine Mutter, sondern auch er Basketball spielen. Wie lange bist du davon ausgegangen, dass deine Mutter einfach nur eine sehr erfolgreiche Sportlerin ist? Es ist schwierig für mich, auf diese Frage zu antworten. Ich erinnere mich an meine Grundschulzeit und dass ich wusste, was meine Eltern machen. Natürlich nicht in allen Details und Feinheiten, aber ich wusste schon ungefähr, was sie da taten.
Wie alt warst du damals, als du das erste Mal von deiner Mutter erfahren hast, was sie macht? Ich war noch sehr klein, so 6 oder 7 Jahre alt. Als erstes bekam ich was mit, als mein Vater verhaftet wurde. Ich habe ihn nämlich auch im Gefängnis besucht. Das war natürlich eine völlig neue Welt für mich. Komplett anders und komplett unnormal für mich. Etwas, was anderen normalerweise nicht passiert. Meine Mutter musste mir das alles irgendwie erklären und so wurde ich Schritt für Schritt in ihr Leben eingeführt, sodass es für mich letztendlich wie ein ganz normaler Job erschien. Nicola, Einzelkind, behütet und geliebt. Doch seine Eltern sind beide Juwelendiebe und sitzen nun zeitgleich im Gefängnis. Als letzter Halt bleibt ihm nur seine Oma. Ist er vielleicht Oliveras größtes Opfer? Wie wütend warst du als kleiner 10-jähriger Junge, der von seinen Eltern alleingelassen wurde, weil beide im Gefängnis saßen? Absolut noch nicht. Wütend war ich überhaupt nicht. Das klingt vielleicht komisch, aber wenn du in einer kriminellen Familie aufwächst, dann wird dir gleich zu Beginn ein gewisser Kodex beigebracht. Und zwar, dass du niemanden in Not allein zurücklässt. Und das war ja nun mal die größte Not, in die meine Eltern geraten konnten. Und ich sprach auf solche Dinge wie einen Kodex an. Das war eben der Preis, den ich bezahlen musste. Also habe ich versucht, meine Eltern auf jede Art und Weise zu unterstützen, die mir von außerhalb des Gefängnisses möglich war. Ich habe immer mein Bestes gegeben, in der Schule sowie im Sport. So wollte ich ihnen Kraft geben für ihre Probleme im Gefängnis. Ein 10-jähriger Junge, der das Gefühl hat, für die Taten seiner Eltern einen Preis zahlen zu müssen. Wie tragisch. Ich soll wütend sein, wenn sie im Gefängnis sind, aber mich darüber freuen, wenn ich Geld von ihnen bekomme? Das wäre nicht fair. Das funktioniert so für mich nicht. So bin ich nicht erzogen worden und so ist auch nicht der Kodex, den sie mir vermittelten. Die meisten Kinder orientieren sich ja an ihren Eltern und wollen so werden wie ihre Eltern. Haben Sie je mit dem Gedanken gespielt, auch eine Verbrecherkarriere zu starten? Meine Erklärung wird sich vielleicht komisch anhören. Ich bin sehr stolz auf meine Eltern, in jeder Hinsicht. Sowohl zu ihrer kriminellen Zeit, als auch jetzt, wo Oliveira nicht mehr kriminell ist. Und darauf bin ich eh am meisten stolz, dass sie es geschafft hat, aus dem kriminellen Milieu herauszukommen. Denn das ist in den Kreisen eigentlich unmöglich. Ich habe meiner Mutter in vielen Dingen nachgeeifert. Sie ist eine starke Persönlichkeit, sehr standhaft, die immer wieder bewiesen hat, dass man, wenn man fällt, auch wieder aufstehen kann. Kriminalität war nie Thema bei uns. Kein Weg, in den sie mich gelenkt hatte. Nur einmal am Tag darf Oliveira während ihrer Haft mit ihrem Sohn telefonieren und dann auch nur für wenige Minuten. Also beginnt sie, ihm Briefe zu schreiben. Ich könnte jetzt ein paar Zeilen vorlesen, aber das ist immer noch etwas schwierig für mich. Ich schicke dir diese Karte, damit sie ein Familienfoto ersetzt. Du bist mein ganzer Stolz, mein Glück, meine ganze Kraft. Du bist der Sinn meines Daseins. Wenn du, als ich erfahren habe, dass du Briefe von Oma und Papa bekommen hast, ist in mir der gute alte Kampfgeist erwacht, damit ich sie alle besiege. Ich habe mich immer sehr bemüht, dass sie wenigstens an diesem Tagesabschnitt, wenn sie mit mir gesprochen hat, glücklich ist und habe ihr deswegen niemals meine Probleme aufgezwungen. Nun sieht das ja so aus, weil Frau Oliveira ja irgendwann auch die Mutter eines Sohnes geworden ist, dass sie etwas zu verlieren gehabt hat. Das ist aber nicht der Fall, weil das Kind ein Accessoire, ein Begleitobjekt des eigenen Lebens ist, das sich aber irgendwie einpasst. Andere Menschen geben etwas auf für ihre Kinder und sagen, weil ich jetzt dieses Kind habe, weil ich die Verantwortung habe, wechsle ich meinen Beruf, wechsle ich meine Arbeit, mache ich bestimmte Dinge nicht mehr. Das ist eben eine Rechnung. Wie viel sind 50.000 Euro am Tag versus ein Tag Mutterschaft? Die Frage muss jeder für sich selber ausrechnen.
Aber das heißt ja im Endeffekt, dass du jetzt völlig allein gestellt auf dich, also nur mit deiner Großmutter zusammen, dann immer noch das Gefühl hattest, deine Eltern glücklich machen zu müssen, obwohl eigentlich deine Eltern für dich hätten da sein müssen. Hätten sie, aber die Umstände waren total gestört. Leider war mein Weg, meine Wahrheit, meine Realität so. Ich hatte keine andere Möglichkeit. Ich konnte ihnen nicht den Rücken kehren, sondern musste sie unterstützen. Wie erklärt man einem 10-jährigen Jungen, der seine Mama und seinen Vater ganz dringend braucht, dass beide in den nächsten Jahren nicht verfügbar sein werden, weil sie im Gefängnis sitzen? Ja, ich war schon immer sehr offen und ehrlich zu ihm. Vielleicht zu ehrlich. Ich sprach mit ihm über Sachen, die man Kindern vielleicht nicht erzählen sollte. Vielleicht sagen Psychologen, man soll zu einem Kind nicht so direkt sein. Aber ich habe ihm das seit seiner Geburt beigebracht, dass ich immer übertrieben direkt bin und ihm schon immer Sachen erzählt, die man eigentlich nur Erwachsenen sagt. Aus diesem Grund konnte ich ihn aus dem Gefängnis anrufen und ihm sagen, hey Nikola, ich bin im Gefängnis. Ich habe versucht, ihm das Gefängnis als ein Hotel zu beschreiben, in dem Frauen leben. Ich habe keinerlei Angst gezeigt, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe so getan, als wäre ich im Urlaub. Ich wirkte glücklich und freudig, weswegen er als kleines Kind keinerlei Schlüsse ziehen konnte, dass ich an einem schrecklichen Ort war, weil ich sorgenfrei und zufrieden rüberkam. In Wirklichkeit habe ich mich natürlich nicht so gefühlt. Darf ich fragen, wie die Persönlichkeit von Ihrem Sohn früher war? War er ein ruhiger, in sich gekehrter, nachdenkender Junge, sehr bewusst denkender Junge? Oder war er so der Rebell? Wo würden Sie ihn da sehen? Er ist, ich kann ihn nicht genau beschreiben. Tief in ihm drinnen schlummert eine Rebellion. Er ist generell ein Rebell mit einem kritischen Denken. Aber er ist wesentlich ruhiger als ich. Er hat eine viel bessere Kontrolle über sich selbst. Er kontrolliert sein Verhalten sehr, aber ich kann nicht sagen, dass er friedfertig wäre. Er hat diese aufrührerische Note in sich, aber eine gerechte und sehr gut kontrollierte Ruhe, die ich nicht habe. Eine im Jahr 2017 erlassene Amnestie führt am Ende dazu, dass sie nach nur 5 Jahren wieder freikommt. Wie viele Geburtstage gab es, wie viele Weihnachtsfeste, wo du alleine warst, ohne deine Eltern? Und kannst du dich daran erinnern, wie du dich gefühlt hast an diesen Tagen? Es waren nicht nur Geburtstage oder andere Feiertage. Es waren auch Versammlungen wie Elternabende in der Schule, wo normalerweise Eltern zusammenkommen. Nur bei mir war nie jemand dabei. Für mich ist niemals jemand erschienen. Mein Glück war, dass ich ein guter Schüler war und niemals Probleme bereitet habe, weswegen ich irgendwie unterm Radar blieb. Aber ich habe mich schon schlecht gefühlt bei Klassenfahrten oder Exkursionen, weil meine Eltern mich nie hingebracht oder abgeholt haben. Ich war immer allein, wie ein Hund. Wie bist du mit den Situationen umgegangen, wo deine Mutter im Gefängnis saß und dann das Strafmaß verkündet wurde? Es war ja zuletzt, als sie in Griechenland saß im Gefängnis, bekam sie 32 Jahre Haft. Also wie bist du als Sohn mit so einer Nachricht umgegangen? Das Schlimmste war für mich, im Gerichtssaal in ihrer Nähe zu sein, aber nicht zu ihr zu dürfen. Meine Mutter wurde von 50 maskierten Männern mit Waffen in den Gerichtssaal geführt. Und man selbst sitzt nur da, sitzt, hört zu und hofft. Du hoffst auf etwas, von dem du weißt, dass es nicht eintreten wird. Denn sie ist die Hauptperson bei der Anklage, die Spitze der Pyramide. Du weißt ganz genau, dass dem Kopf des Ganzen die meiste Schuld trifft. Leider wusste ich das alles. Auch, dass es ihr schlimmer ergehen würde als mir, als wir den Urteilsspruch hörten und wie lange wir getrennt sein würden. Ich musste meinen Schmerz unterdrücken. Sie hat mir jeden Tag gefehlt.
den ganzen Tag über, über alle Jahre. Das war absolut erschütternd für einen jungen Kerl wie mich, der daran gewöhnt war, seine Mutter um sich zu haben. Aber die jahrelange Hölle fing erst später an, als mir bewusst wurde, dass sie tief in dieser Kriminalität feststeckte und es kein Zurück für sie gab. Also, wenn du dich entscheidest, ein Krimineller zu werden, dann kannst du das machen, solange es nur dich betrifft. Mit deinem Leben kannst du machen, was immer du willst. Aber du hast kein Recht, deine Eltern, deine Kinder, deine Lebensgefährten mit reinzuziehen und zu gefährden. Du ziehst sie nämlich automatisch mit in die Hölle. Und das zerstört Familien. Kinder leiden, Verwandte leiden. Eltern, Freunde, Ehefrauen und Ehemänner leiden. Das ist ein vollkommen falscher Weg und das ist eine Katastrophe. Ich will nicht den Weg meiner Eltern gehen. Sollte ich mal Vater eines Kindes sein, dann möchte ich bei ihm sein. Ich möchte nicht, dass es das durchmachen muss, was ich durchgemacht habe, weil es vielleicht nicht so stark sein wird wie ich damals.